Hi, ich habe hier ein Hirn rumwandeln. What the fuck? Was, ach so, okay, wollte schon sagen. So viele neue Wege. Und das ist die Talon-Oberwelt. Das ist nicht noch nicht mal da. Das ist noch nicht mal das, was ich überhaupt haben will. Aber hey, okay, cool. Was Neues. Besser als gar nichts. Ist definitiv besser als überhaupt nichts. Abbildung aktiv. Das Steuerungssystem befindet sich auf der anderen Seite. Ja, geilo. Wanderst du herum, findest nichts, findest dann vielleicht mal ein bisschen Kleinkram und auf einmal komplett neue Ecke. Okay. Kamera? Ein bisschen kooperativer sein? Kamera? Analyse der Wand weist auf erhöhte Instabilität infolge starker Wassereinwirkung hin. Starke Anreicherung von Bendezium entdeckt. Powerbomb, richtig? Soweit ich weiß. Kann ja zwar damit nochmal ausprobieren. Yeah, dachte ich mir. Das war die Powerbomb. Warte mal, was? Wait, kann man von hier aus irgendwas sehen? Glaub nicht wirklich. Aua! Kann man langsam hier wieder nicht sitzen. Oh, das ist so ein Ding. Wait, dann habe ich jetzt zwar vielleicht einen neuen Ort gefunden, aber kann trotzdem nichts machen. Ja, geil. Tolle Pleite dann. Müsste man nicht irgendwie da hinten hinkommen? Scheinbar nicht so. Von hier aus offenbar auch nicht. Merkwürdige Räume, du. Okay, welchen Aufzug darf ich denn dann jetzt nehmen? Wieder einen, der mich irgendwo ganz komplett woanders hinbringt, wo ich vorher noch gar nicht war? Nur um dann wieder in der Sackgasse zu sein? Okay, welchen Lift haben wir denn noch nicht genommen? Ich meine den hier.
Eventuell. Nee, ich bin schon wieder hier. Verdammt normal. Oh Gott, ich komme gar nicht mehr wieder dahin, wo ich überhaupt hin will, wa? Okay, da sind die Höhlen von Markbor. Da will ich, glaube ich, zurück, richtig? Ich mein ja. Und dann Fendrana. Oder? War das Fendrana? Ja. Fendrana. Oh Mann. Ja, ich weiß, ihr habt irgendwelche Raketen, ihr könnt echt toll schießen, könnt durch die Gegend fliegen wie Superman. Und komischerweise sogar selbst dann fliegen, wenn ihr eingefroren seid. Weiß ja gar nicht warum. Geradeaus, geradeaus, links. War das links? Ja, das war, glaube ich, links. Nee, das ist am Ende wirklich so. Ich gehe da hin, irgendwo sehe ich irgendwas Kleines und oh hey, Grapple Beam. Welche Richtung nochmal? Kann ich glaube ich auch nehmen. Man merkt, umso länger ich streame, umso mehr verdrücke ich mich, umso mehr verspreche ich mich. Da geht gar nichts mehr bei mir. Sendepause angesagt. Den kann man einfrieren. Schon irgendwie komisch. Etwas, was in Lava lebt, kann man einfrieren. Müsste das Ding nicht selber irgendwie Lava im Körper haben?
In einer Sekunde wollte ich schon sagen, hier ist wieder eine Sperre. Versperrt meine ich. Yo, mach den Fehler zweimal. Sag mal. Zweimal zu spät gesprungen. Okay, welchen Weg muss ich nehmen? Relativ lang. geradeaus? Nee, nicht wirklich geradeaus. Ich muss den oben nehmen, okay. Dann geht's eine Weile geradeaus, dann könnte ich theoretisch links lang gehen. Und dann wäre ich mehr oder weniger fast schon da. Das andere wäre durch das Labor und da will ich nicht hin. Der Dicke ist jetzt auch hier. Als eine Art Mini-Boss. Und zum Geier muss ich nochmal lang. Mal Platz, ja? Ja, ist ja schön, dass du trampeln kannst. Ich will aber einfach nur an dir vorbei, Mann. Irgendwie meinte ich, hier war noch ein Weg, aber hatte ich falsch in Erinnerung. Scheint wohl der Fall zu sein, ja. Er will nur spielen. Macht sich ja nicht mal die Mühe, da wirklich da zu mir hinzukommen. Muss ich das Wasser... Scheinbar ja. Ach, jetzt ist auch noch von denen einer hier.
Der ist auch schon wieder da. Ach, jetzt wachst du erst auf? Kannst ruhig wieder weiterpennen. No. Schön dran vorbeilaufen. Ist kein Aufzug, den ich gerade brauche. Bin ja eh schon ein paar Mal Aufzüge gefahren für wahrscheinlich nix. War das der hier? Ne, der führt wieder zum Labor zurück. Ja, hier unten wollte ich sein. Definitiv. Oh nee, ne? Ist doch nicht ein Scheiß ernst, Mann. Wegen so einem Kleinkram bin ich jetzt quer durch die Gegend geeiert. Ja, typisch Metroid. Typisch Metroidvania. Weil sowas kommt immer wieder vor. Mal ist es vielleicht weniger lang, mal ist es länger. Aber es kommt immer wieder vor, dass aus irgendeinem Grund ich irgendwann übersehe und dann hänge ich für kürzere oder längere Zeit irgendwo im Spiel rum. Find dann zwar alle möglichen Dinge, aber nicht das, was ich brauche. Immerhin ist es nicht wie damals, wo ich dann irgendwas übersehen habe. Kann sein, eine weiße Tür oder so. Und habe stundenlang gesucht, wo muss ich hin. Da habe ich dann auch alle möglichen Dinge gefunden. Irgendwann mal dann die eine Tür geöffnet und dann gesehen so, wait, hier war ich noch nicht? Warum habe ich plötzlich einen neuen Raum auf der Karte? So ähnlich wie halt vorhin mit dem einen Lift, wo ich irgendwo hingebracht worden bin, wo ich noch nicht war. What? Mach auf. Schon echt nervig, wenn sowas passiert, aber kommt immer wieder vor bei irgendwelchen Metroidvania-Spielen. Vor allen Dingen bei Metroid Prime. Ist bestimmt noch mehr. Oh, erstmal wieder schön anschießen, nicht, dass ich dann gleich wieder abhau.
Ein paar Gegner platt machen nebenbei. Ja, da ist noch einer. Da brauche ich aber einen Haken für. Verdammt! Wo geht's hier raus? Damit kannst du ja gar nichts sehen. Hallo? War die Kante da größer als sie war, oder was? Oder wie bin ich denn nicht aus dem Wasser gesprungen? Tentakel, Hentai! Keine Ahnung, ob man das zerstören kann, aber ich gehe mal dran vorbei. Fische sind eingefroren, unter Wasser. Okay. Ein Sternenmeer. Ach nee, das sind Fische. Wait, bin ich jetzt wieder zu... Ah nee, kann gar nicht sein. Hier ist ein Gegner. Wenn hier ein Gegner ist, kann ich hier nicht gewesen sein. Ist das... Gravity Suit. Oh, ich kann einfach rein. Okay. Ich dachte, da wäre irgendwie Eis vor. Oh, endlich habe ich den Anzug gefunden. Wo ist eine Speicherstation? Da gerade in einer bei einer Kamerastellung gerade so ein Fisch vor das Gesicht von Samus. Doch, man kann jetzt auch besser sehen. Okay, cool. Blöde Kanten. Dann halt hier. Ist hier ein Item unter mir? Ich habe auf jeden Fall gerade irgendwas gehört. Da oben. Ich glaube aber nicht, dass ich unbedingt da rum kann, dahin kann. Oder? Da ist was drin. Okay, da ist so ein Haken für mein Grapple Beam. Jetzt weiß ich, wie ich da scheinbar hinkommen kann. Was? Das Objekt befindet sich auf einem Vorsprung, der aufgrund seiner Höhe durch Sprünge nicht erreicht werden kann. Okay.
Hier ist noch einer? Ne, hier ist nicht noch einer. Das weiße Rauschen ist nur länger da geblieben, aus irgendeinem Grund. Ach hey, ich bin gerade von da rausgekommen, wo ich versucht hatte reinzukommen. Bevor ich den Gravity Suit hatte. Da kann ich aber im Moment nicht weiter, weil da fehlt mir Grapple. Ja, da fehlt mir Grapple. Allerdings kann ich jetzt bei dem Dingensbums weitermachen. Bei dem... Jetzt komme ich gerade wieder nicht drauf. Bei der Absturzstelle. Weil da habe ich ja als erstes gedacht, da ist Dingensbums zu finden. Mein... Gravity Suit, willst du mich verarschen? So. Ich will jetzt zum nächsten Safe Room. Das ist so verdammt. Lass mich mal gefälligst zur Speicherstation latschen, ja? Danach kannst du machen, was du willst. Sag mal, ich um meine verzögerte Taste, ne? Zögert der Test? Goddammit! Ich bin schon seit knapp 5 Stunden am Stream. Mein Hirn hat langsam Entzugsentscheidungen von Nährstoffen. Okay. Ich bin gerade quasi wie so ein PC, der kurz vor der Kernschmelze ist. Nur, dass bei mir wiederum nicht einfach alles kaputt geht, sondern bei mir ist es eher so, ich werde immer dümmer. Da kommt nur noch Kauderwelsch aus meinem Maul. Und gespielt wird auch irgendwie so, als hätte ich, als würde ich das Spiel mit den Füßen spielen und nicht mit den Händen. Ha, sieht nett aus. Ne, warte mal, hier ging es doch nicht zu einer Speicherstation, oder? Doch, wenn ich ein bisschen länger gehe.
Doch, nicht die schon wieder. Hier, kriegst du einen Laserstrahl. What? Okay, nicht nur, dass die echt verdammt viel ausgehalten haben, aber what war das gerade für eine Kurve? Der Gegner ist direkt vor einem. Ich mach mal erstmal eine Kurve. Eigenartig. Naja, egal. Ach, nee, du. Hat jetzt irgendwie länger gedauert, hier den ollen Gravity Suit zu bekommen, als ich eigentlich dachte. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass es relativ fix jetzt gehen könnte, aber stattdessen hatte ich scheinbar meine Brille vergessen aufzusetzen. Ja, offensichtlich. Und auch gleichzeitig vergessen, meine Augen zu öffnen und welche einzusetzen. Ja. Oh, nee, das ist echt Mist, sowas manchmal. Egal. Immerhin geht's schneller voran, als es wahrscheinlich beim ersten Durchspielen der Fall war. Ich glaube, ich hatte da bestimmt dann, wenn dann, Probleme gehabt. Mit den Artefakten. Ja, da hatte ich dann, glaube ich, dann Probleme gehabt. Wer weiß, wie das dann hier der Fall sein könnte. Zwei habe ich ja gefunden von den, wie viele waren das nochmal? 12? Keine Ahnung, kann sein, dass da 12 waren. Also bleiben ja noch 10, weiß ja gar nicht, wo die aber gerade sind. Naja, gut. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier finito, ne? Und, ja, keine Ahnung, wann ich mit dem Spiel hier durch bin. Ich weiß auch nicht so genau, wann ich mit Tunic eigentlich genau durch sein könnte. Ich meine, Tunic wird wahrscheinlich als erstes durch sein, ja. Mal gucken. Mal gucken. Irgendwas hatte ich dann auch danach vorgehabt, dann zu machen. Ich weiß nicht mehr genau, was. Keine Ahnung. Mal gucken. Allerdings habe ich vor, irgendwann mal das hier zu machen. Weil das sieht relativ interessant aus. Dieses Under-Dungeon hier. Sieht ganz nett aus. Allerdings habe ich das Gefühl, wenn ich das spiele, könnte es vielleicht sein, dass die Bitrate in den Keller gehen könnte. Weil, was ich da so ein bisschen da in dem Trailer-Video gesehen habe, war schwierig. Schwierig, weil sehr viel Bewegung, alles schwarz-weiß und ja, wenn du da viel Bewegung hast und dann ist das alles dann so schön groß. Yes. Wird man sehen, ne? Gut. Aber wie gesagt, ich mache jetzt die Finito, wünsche euch noch einen schönen Tag und demzufolge auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann wieder, ne? Bye bye.